Willkommen zum 13. Türchen vom Bier-Adventskalender. Und heute ist nicht nur der 13., heute ist auch Freitag. Also Freitag, der 13., da sind wir ganz besonders gespannt, was da drin ist. Wir stecken mal wieder den Finger rein, ziehen das hier auf. Oh, und haben einen freundlichen, weißen Kronkorken mit Bild. Den schauen wir uns gleich nochmal an. Und ich sehe jetzt schon... Erstmal den Botsch runter. Wir haben eine grüne Flasche. Das erste Mal grüne Flasche. Die ganze Zeit waren die ja braun. Was ist das? Ein Herrenbräu Edelherb Premiumpilz. Schaut euch das mal an. Das ist das Wickkühler im Weihnachtskalender. Nimmt man gerne mal mit. Das hat 5,0%. Okay, bayerisches Bier auf jeden Fall wieder. Wir drehen es mal um, zeigen euch mal die Flasche im Ganzen, bewerten dann direkt das Etikett. So, mein Freund, was haben wir hier? Herrenbräu, seht ihr die Löwen? Weißes Etikett, grüner Hintergrund, weiße Schrift, bisschen verschnörgelt, alles sehr fein detailliert. Hier habt ihr so einen silbrigen Hintergrund um das Wappen herum. Diese Banderolen, wo das Premium-Pilz draufsteht, fein gehopft, frisch. Sieht auf jeden Fall gut aus, würde mich aber, weiß ich nicht, mag keine grünen Flaschen. Für mich muss Bier braun sein, obwohl Becks ist ja auch grün oder Wickkühler, aber 5-0. Was geben wir da? 5 Punkte könnte man vergeben. Wir geben mal eine gute 3. Weil, weiß nicht, ich mag es ja immer schlicht, aber trotzdem, das ist mir dann zu grün und zu weiß und zu allem drum und dran. Herrenbräu, Edelherb, machen wir mal eine 3, eine gute 3. Ich kann ja nicht immer so großzügig sein mit den Punkten. Dann kommen wir natürlich zu Farbe und Schaum. Dazu holen wir unser Bier-Tasting-Glas, weil wir das jetzt wieder hier einschenken müssen. Werden mal den Korken fluppen lassen, den Kronkorken. Oster! Und ihr seht, alles ist gut, der Schaum kommt nicht hoch. Wir schenken also mal ein und sind gespannt, wie das heute aussieht. So, beim letzten Mal ist alles daneben gesaut. Da habe ich das Glas dann schon zu früh rumgehalten. Dachte, ich kriege alles in die Flasche und möchte eine kleine Krone haben. Dadurch ist dann alles am Glas runtergelaufen. Heute machen wir das mal anders. Wir schenken gemütlich langsam ein, drehen das auch gemütlich, dass alles ohne Probleme in die Flasche reinpasst, aber wir so gut wie keinen Schaum am Ende haben. So müsste ich es eigentlich immer machen. So, hat perfekt reingepasst auf jeden Fall. Schaum ist jetzt halt kaum vorhanden. Das perlt aber schön im Glas nach oben. Farbe sieht eigentlich auch sehr erfrischend aus. Ein bisschen heller als andere. Also das könnte noch ein bisschen dunkler sein, noch ein bisschen kräftiger. Trotzdem einigermaßen gute Farbe, würde ich wieder das normale Mittelmaß geben mit einer 3. Für die 4 müsste das noch kräftiger sein und ein bisschen mehr Schaum haben, aber wie gesagt, an dem Schaum bin ich ja wahrscheinlich immer selber schuld. Jetzt kommen wir wieder zum Geruch. Diesmal nicht in die Nase ziehen. Da rieche ich auf jeden Fall was, nicht wie bei anderen, wo ich manchmal überhaupt gar keinen Geruch hatte. Aber wie beschreibt man das jetzt? Es hat auf jeden Fall einen typischen Biergeruch. Also es riecht nicht so herb, es riecht ein bisschen... Ich denke jetzt schon, so wie das riecht, so schmeckt das auch, dass ihr das wieder so vordergründig light auf der Zunge habt und im Nachhinein das dann wieder ein bisschen nachlässt, aber gleich trotzdem mit einer bitteren Note gepaart. Man merkt auf jeden Fall, dass das aus einer grünen Flasche kommt. Die grünen Flaschen, die haben immer was Besonderes an sich. Geruch würde ich trotzdem auch eine 3 geben. Ziemlich einfallslos, einfach alles 3. 3, 3, 3, 3. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten. Hat man einmal beim Maxl Helles, haben wir auch 4x3 Punkte gegeben. Aber wir kommen natürlich noch zum Geschmack. Den gönnen wir uns jetzt. Thank you.
Ja, das habe ich mir gedacht. So ähnlich habe ich es mir auf jeden Fall vorgestellt. Aber wir probieren einfach nochmal. Was sagt man dazu? Kann man eigentlich so trinken? Hat eigentlich einen relativ leichten Geschmack. Es ist auch gar nicht so bitter im Abgang. Da hatte ich gestern was. Das war richtig schlimm im Abgang. Also das hat auch nur einen Stern bekommen. Man kann es eigentlich gut trinken, sage ich mal. Aber mir fehlt noch ein bisschen Geschmack. Das ist mir am Anfang zu leicht. Es ist ja auch was anderes, wenn es vorne reinknallt und hinten nochmal nachknallt. Oder wenn es vorne leicht reingeht und dann hinten richtig rauskommt. Ist also vorne leicht, hinten ein kleiner Abgang, könnte aber noch ein bisschen kräftiger sein, auch vom bierigen Geschmack, lässt sich trotzdem gut trinken. Wir bleiben hier aber trotzdem auch bei einer 3, damit gesellt es sich eben genau zum Maxl Helles, was auch genau in jeder Kategorie 3 Punkte bekommen hat. Insgesamt also 12, gestern das 11. weil es ein bisschen bei Farbe und Schaum gepunktet hat. Und ja, stimmt das jetzt überhaupt? Was rechne ich hier zusammen? 3, 6, 9, 12, ja, passt. Bin schon wieder komplett geistig verwirrt. Wir gönnen uns den Rest, wir sind gespannt. Ich dachte, heute kommt wirklich das Unglücksbier, was richtig brutal ist, aber eigentlich was ganz Gewöhnliches. Herrenbräu, Premiumpilz, kann man trinken, sieht einigermaßen nett aus. Nichts extrem Besonderes, aber auch nichts Schlimmes. Also gönnt euch ein Herrenbräu heute am 13. am Freitag. Viel Glück weiterhin noch. Euch einen schönen Tag und wir sehen uns morgen wieder beim nächsten Türchen. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.